Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Set von einem Hersteller, den ich hier zum ersten Mal auf dem Kanal zeige, und zwar von Banbau. Banbau ist ja so eine Liebhaberfirma, weil die ist auf dem europäischen Markt relativ wenig vertreten und dementsprechend auch relativ teuer, wenn man die jetzt auf dem europäischen Markt kauft. Dementsprechend, ich stelle euch das hier mal vor, ich bin mal gespannt. Von Banbau gibt es ja verschiedene Reihen, also so eine Art Viricity-Reihe, die heißt Transportation, dann wie eine Farm-Reihe und das ist die Police-Reihe hier. Und das ist davon ein Polizeihelikopter. Man sieht schon hier Bausteinset 5 plus 158 Teile und ein Tobi, so heißen denn ihre Minifiguren. Also die haben nichts mit Lego-Minifiguren am Hut, das kann ich schon mal davor sagen. Und wir schauen uns mal die Verpackung noch an. Hier oben haben wir dann eben mal noch einen Polizeihubschrauber abgebildet, wie er später aussieht, mit den Spielfeatures mehr oder weniger. Hier haben wir so einen Tobi gezeigt und wie gesagt, das hat nichts mit Lego-Figuren zu tun, die sind vom Maßstab ganz anders, aber ich zeige es euch dann am besten dann wirklich mal an der Figur und jetzt nicht an dem Bild, würde ich sagen. Dann haben wir hier, wie gesagt, nochmal hinten die Spielfeatures, verschiedene Positionen von dem Helikopter, wo er jetzt auf dem Landeplatz steht, dass man hier zum Beispiel den Deckel öffnen kann und bla und bla und blub, das zeige ich euch auf jeden Fall auch noch. Hier oben haben wir nochmal den Helikopter und den Leitspruch von Banbau. Und der ist Build More, Build Cool, Build Your Dream. Und ich finde ihn sehr schön, weil das ist die Lego-Idee, finde ich. Und das ist ganz cool. Hier sehen wir nochmal High Quality, Best Price, More Bricks. Und auf dieser Seite haben wir nochmal wie eine Sicherheitserklärung nochmal den Leitspruch. Dann das Markenrecht von Banbau. Sehr witzig finde ich das, dass hier steht, sollte nicht mit Produkten anderer Hersteller verwechselt werden. Ist ein kleiner Seitenstrich gegen Lego, würde ich sagen. Und ich mache das Set auf jeden Fall jetzt mal auf. Dann gucken wir uns die Steine zusammen an, wenn ihr möchtet. Und dann baue ich das und sage meine Meinung dazu. Das ist doch ein Plan, oder? Ja, ist ein Plan, auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, hier haben wir auf jeden Fall die Steine liegen und wir haben einiges zu besprechen. Wir fangen mal an mit den Steinen. Weil habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Banbau-Steine nicht hundertprozentig Lego-kompatibel sind? Nee? Na, dann zeige ich es euch. Ich habe extra einen Lego-Stein mitgebracht, der auch original Lego ist, damit mich niemand verklagen kann. Und einen wunderschönen Banbau-Stein hier genommen. Und ich weiß nicht, wenn wir das jetzt so nebeneinander halten, seht ihr schon, dass der Banbau-Stein höher ist als der Lego-Stein. Das sehen wir auch, wenn wir den jetzt mal hier unten drunter klipsen, dass hier immer wie ein Zwischenraum bleibt. Das sieht jetzt auf der Kamera relativ klein aus, ist aber relativ groß, das seht ihr hier. Das ist auch nicht gerade wenig, dieser Zwischenraum. Und das wäre auch andersrum, wenn wir jetzt den Legostein, wenn wir jetzt den Banbaustein auf den Legostein klipsen, kein Problem. Da passt das aber, wenn wir dann oben drauf wieder einen Stein nehmen, ist da ein Zwischenraum. Und wir haben verschiedene Höhen und das passt da nicht so richtig. Und das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man das nicht weiß. Deshalb hier die Warnung, Banbausteine sind nicht hundertprozentig kompatibel mit Legosteinen. So, haben wir das auf jeden Fall schon mal abgearbeitet. Dann kommen wir mal, würde ich sagen, zu den Formteilen von Banbau. Der Helikopter wird am Ende relativ groß. Das kann ich euch schon mal sagen, bevor ich ihn gebaut habe. Das ist einfach so, das weiß ich davor schon. Auf jeden Fall hängt das damit zusammen, dass wir auch einige Formteile verbaut haben. Das hier ist zum Beispiel so ein Formteil für den Helikopter. Oder auch dieses hier. Und da muss man halt sagen, dass das, was den Helikopter wirklich charakteristisch zum Helikopter macht, besteht hier zum größten Teil aus Formteilen. Und nur der Rest ist wirklich aus Lego-Teilen gebaut. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, damit habe ich gar kein Problem, finde ich cool so, damit es am Ende wirklich gut aussieht, damit ich aus wenigen Teilen viel rausbekomme. Und dann gibt es Leute, denen gefällt das gar nicht. Ihr müsst da eure eigene Meinung haben. Dementsprechend, ich push euch da nicht rein, ich zeige es euch nur. Dann kommen wir zu den Figuren. Das ist ja gerade durch Lego manchmal so ein strittiges Thema, ob eine Figur jetzt eine Rechtsverletzung darstellt oder nicht oder bla und bli und blub. Ich kann sagen, diese Figuren von Banbau stellen auf jeden Fall keine dar. Dafür muss man kein Anwalt sein. Ich meine, schaut ihn euch an. Das hat mit einer Lego-Figur absolut gar nichts zu tun. Die Beine sind so gut wie nicht vorhanden. Es sitzt quasi der Oberkörper direkt auf den Füßen. Die Füße sind richtig ausgearbeitet und die Figur ist komplett breit gezogen, viel massiver als eine Lego-Figur. Dementsprechend, da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Auch wenn man das einführen will. Sie sind A, nicht kompatibel zu Lego, dementsprechend gibt es da schon mal gar kein Problem. Und B, ist die Figur einfach auch was ganz anderes als bei Lego. Dementsprechend gibt es da auch gar kein Problem. Könnt ihr ohne Probleme einführen. Ich baue jetzt auf jeden Fall den Helikopter. Wenn ich irgendwelche Probleme habe, melde ich mich. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt gleich das fertige Modell, weil bei den wenigen Teilen ist es wieder so, dass es sich dann nicht lohnt, Zwischenschritte zu zeigen, außer wenn ich euch wirklich mal einen Fehler oder ein Problem zeigen muss, was wirklich nur da richtig verdeutlicht werden kann.
Und der gute Polizeiheli steht tatsächlich schon, aber bevor wir mal über den reden, zeige ich euch nochmal die Anleitung, das habe ich nämlich ganz vergessen. Und dementsprechend schauen wir uns die doch mal an. Hier ist nämlich die schöne Anleitung. Und die ist so ein bisschen wie Kurbi von der Machart her, dass man ausgraut, was schon gebaut wurde und was man jetzt baut, noch in Farbe dargestellt wird. Aber von der Darstellungsweise schon ganz anders wieder. Also da sind sehr viele weiße, dicke Konturen drum. Bei dem Ausgegrauten dann eher schwarze, dicke Konturen. Aber sonst, es lässt sich sehr gut danach bauen, das kann ich euch sagen. Das hat Spaß gemacht. Wir hatten 18 Seiten und 34 Bauschritte. Es ist also alles immer schön groß dargestellt. Das Maximum ist wirklich, dass zwei Bauschritte auf einer Seite sind und das ist sehr, sehr gut dargestellt. Das ist ein schöner Mix zwischen diesem Lego 180 Seiten für 100 Teile und diesem, was so in dem alten Lego war, also in den 1970er Jahren Lego, dass man da irgendwie drei Seiten für, keine Ahnung, 700 Teile hatte. Wisst ihr, was ich meine? So gesponnen mal ein bisschen als Übertreibung. Auf jeden Fall haben wir das Modell jetzt fertig gebaut. Ich habe ja schon gesagt, das wird relativ groß. Ihr seht es ja, denke ich jetzt auch, im Vergleich zu meiner Hand, da hat man schon ein bisschen was in der Hand. Wir können es auch mal richtig, richtig professionell ausmessen für euch, wenn ihr wollt. Und zwar haben wir eine Länge von circa, sagen wir mal, 26,5 cm, wenn man den Rotor jetzt so in dieser Stellung hat. Und eine Höhe von circa, ja, sagen wir 16 cm. Und eine Breite jetzt mal. Nur das Teil, sagen wir mal hier am Hauptkörper von 9 cm und von Rotorblatt zu Rotorblatt haben wir circa 20 bis oder 19,5 cm. Das ist schon ganz schön viel für diese Teileanzahl, aber die Banbau-Teile sind halt generell auch einfach größer. Die sind jetzt nicht größer im Sinne von so groß wie Duplo, sondern die Noppen sind größer und dementsprechend ist auch das Teil an sich so ein bisschen größer. Es ist halt im Endeffekt wie ein Legostein, nur mit anderen Proportionen gebaut. Und natürlich hat das auch seine Vorteile, weil es halt, wie gesagt, dann markenrechtlich überhaupt keine Probleme gibt. Wer natürlich aber Alternativhersteller baut und sie dann in die Lego-Kiste hauen will, das funktioniert leider nicht. Im Normalfall hätten wir jetzt hier noch an der Seite solche Polizeisticker. Die hatten aber leider so einen schlechten Zustand, dass ich sie dann wieder weggemacht habe. Diesen Polizeibrigade hier. Polizeibrigade, alles klar. Polizeibrigade. Dann haben wir auch hier einen Sticker. Haben hier vorne einen Sticker und das ist auch ein Sticker. Also es ist alles mit Stickern gelöst. Man muss aber sagen, er sieht auch ohne Sticker wie ein Polizeihubschrauber aus. Das ist jetzt nicht so, dass man ohne Sticker nicht mehr erkennt, was es ist. Das ist vor allen Dingen dadurch bedingt, dass wir hier diese schönen Lichter haben, die eben polizeitypisch angebracht sind. Und hier unten ein Suchscheinwerfer, was natürlich auch ein Spielfeature ist, wo man dann hier langfliegen kann und kann dann, ja, wir haben ihn. Und dann, ja, habt ihr ne, super. Auf jeden Fall. Der Heli ist unkompliziert zu bauen, da gibt es gar keine Probleme. Die Anleitung ist selbsterklärend, die Bausteine halten sehr gut zusammen. Das ist von der Klemmkraft, vom Bauwert fast an Lego dran, sagen wir mal. Also, sagen wir mal, das ist so 75% der Qualität von Lego und das ist eigentlich schon ein Kompliment. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Die Teile sehen gut aus, sind nicht verkratzt, sind schön glänzend. Es wurde sich bei der Konstruktion was gedacht. Zum Beispiel hier oben, die Rotorblätter werden hier oben einfach nochmal gesichert und so ist das halt wirklich fest. Hier fällt gar nichts ab und es funktioniert gut. Das Einzige, was ein bisschen von der Konstruktion nicht so cool ist, ist hier hinten dieses Rotorblatt, weil das ein bisschen sehr frei hier hängt und leider, wenn man es reindrückt, dann sich wieder kaum dreht. Und wenn man es dann rausnimmt, so frei hängt, dass es wackelt, das geht besser. Das ist das Einzige, was in dem Modell wirklich keinen Spaß macht. Aber das kann man vielleicht auch noch ändern. Ich denke, das ist auch nicht der Beinbruch, wenn da wirklich ein Kind damit spielt. Das wird trotzdem damit seinen Spaß haben. Und dementsprechend kann ich es euch auch empfehlen, wenn ihr das Geld dazu ausgeben wollt. Wenn ihr es gebraucht findet zu einem guten Preis, kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Für den Neupreis als Eigenimport ist es schwierig. Dafür ist es schon relativ teuer. Aber man hat auch was, wo man wirklich weiß, was man bekommt. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Aber wie gesagt, wenn ihr es gebraucht für einen guten Preis schießen könnt, Daumen nach oben, holt es euch auf jeden Fall. Ihr werdet euren Spaß damit haben. Und dementsprechend, falls ihr mit Banbao Erfahrungen habt, schreibt doch gerne eure Erfahrungen dort in die Kommentare. Ich review davon dann auch noch mehr Sets. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine.